Fünf alte Säcke segeln. Unsere Reise führte uns nach Mitteldalmatien ins einstige Reich der illyrischen Stämme, von denen die Historiker heute auch nicht mehr genau wissen, wer da eigentlich dazugehörte. Iapyga, Taulantia, Chelidonia, Cesareta, Bulina, Amantia und viele andere. Die Spuren der Geschichte verschwinden im Vergessen, wie so vieles. Wir sind fünf ausgewachsene Skipper, die schon ein Leben gelebt und zum Teil sogar ein zweites und drittes geschenkt bekommen haben. Einem wurde die Yacht vom Hurricane Alexander geraubt. Sie drehte sich einmal um sich selbst in der Monsterwelle, trieb angeschlagen und entmastet hinter den Bermuda-Inseln. Die Bergungsaktion mit dem Hubschrauber und der Zwischenlandung auf einem amerikanischen Flugzeugträger war spektakulär und verlief für die Besatzung zum Glück ohne gesundheitliche Schäden. Ja, manchmal wird einem alles genommen und das Leben geschenkt, unser größtes. Was ist ein Leben wert? Würdest du 10 Milliarden Dollar nehmen, unter der Bedingung, dass morgen das Licht ausginge? Du würdest ihn wahrscheinlich nicht annehmen, diesen Reiz, denn jeder einzelne Tag unseres Lebens ist mehr wert als 10 Milliarden Dollar. Wir wissen das auch alle. Und doch ist es so schwer, sich danach zu richten. Lebe so gut wie du kannst, auf dass deine Erfahrungen der 10 Milliarden Dollar würdig sind. Lass die Zeit sich füllen mit den schönsten Bewegungen und den kraftvollsten Absichten, derer du fähig bist. Solche Gedanken gehen mir durch den Kopf auf dem Weg zum Flughafen und dem Flieger von Frankfurt nach Split, von wo aus die Reise weitergeht ins nahegelegene Trogir, wo unsere Yacht liegt. Salma. Wieder ein existenzielles Zuhause für eine Woche, ein besonderes Gefährt, das uns ins Unbekannte führen wird. So viel ist sicher. Denn wir alle haben diese Einstellung, offen für das Unbekannte und sicher im Können. Salma, das bedeutet im Arabischen friedlich, sicher und gesund. Wir legen Samstag um 17 Uhr in Trogir ab, um in der ersten Nacht noch die 30 Seemeilen nach Wies zu schippern. Wir nehmen den wenigen Wind, der da ist, so gut wir können und motoren den Rest der Strecke, um gegen Mitternacht im Südwesten der Insel Wies hinter den Hängen des Hum eine ruhige Nacht vor dem aufkommenden Sturm zu haben. Kommissar, am Morgen ist eine schöne Überraschung. Malerisch liegt das Kloster St. Nicolas über den engen Gassen des mittelalterlichen Dorfes. Als wir den Friedhof über den wahrscheinlich schönsten Ausblick der Welt zur kleinen Kapelle gehen und dort die Tür öffnen, lässt uns die im Gebet versunkene Frau sofort verstummen. Sie zieht mich hinein in die Welt hinter dem Schleier. Aber nur kurz, denn wir haben auf der anderen Seite heute noch einiges vor. Das Dorf Komissa ist sehr pittoresk und strahlt immer noch etwas Unberührtes aus. Die Insel wurde ja bis 1989 für Ausländer und bis 1995 für Touristen komplett geschlossen. Von hier aus wurden die militärischen Aktionen im Krieg geleitet. Auf diesem kleinen Raum waren 30 militärische Objekte, ein Tunnel für Schiffe, ein unterirdisches Krankenhaus errichtet worden. Kilometerlange unterirdische Gänge kann man besichtigen. Wer Interesse hat, kann ja mal in dieses Video, das ich euch oben verlinke, hineinschauen. Das war mein letzter Besuch auf Wies, wo wir den großen U-Boot-Bunker besichtigen. Der Hafenmeister, dem ich auf einem kurzen Rundgang durch die winzige Marina begegne, rät uns dringend, aus dieser Bucht, in der wir ankern, vor der aufziehenden Bora zu flüchten. Die Wellen bauen sich hier im Offenen, Wies liegt weit draußen vor der dalmatischen Küste, doch stark auf. Also packen wir unsere Sachen und verlegen das Schiff auf die Nordseite der Insel, machen fest im relativ sicheren Hafen der Stadt Wies. Unterwegs rufe ich den Techniker des Vercharterers an, denn das Kugellager des Main Furling Systems ist geplatzt und das Gros lässt sich damit nur sehr schwer bewegen. Das Ersatzteil mit der Fähre von Split aus, am nächsten Tag wird es geliefert. Die Techniker reparieren, müssen nochmal los, das Teil in der Werkstatt bearbeiten und um 17:30 am nächsten Tag verlassen wir den Hafen in Richtung Vela Luca auf Korčula, der Nachbarinsel, im Osten, um dem aufbauenden Schwell, der an den Leinen reißt und zerrt, zu entkommen. Kurz noch etwas essen, heißen Tee machen und los geht's in die Bora mit 30 bis 35 Knoten. Der Wind steht steil in unsere Marschrichtung, sodass wir Vollgas geben müssen. Salma stampft in der Welle,
in der kurzen Welle und immer wieder kommt die Gischt über. Sobald wir eine Position hoch am Wind haben, die für unseren Rettungsort im Osten passt, also Kortschula, ziehen die Jungs das Groß auf und ich falle ab in Richtung Vela Luca. Das Achterlick zittert, wir selbst zittern auch, ungünstige Kleidung hat. Besonders mich hinten am Steuer erwischt die Kälte ganz gut. Es schüttelt mich immer wieder während der fünfstündigen Überfahrt. Aber irgendwann dreht der Wind zu unseren Ungunsten und wir müssen fast gegen an den Motor wieder mit voller Kraft zur Unterstützung dazu holen. Wenn die Sonne untergeht und du nur noch Schemen siehst und der Wind heult, könnte Angst aufkommen. Aber gerade diese Übergänge sind faszinierend und schön. Und es ist fast lustig, wie ich da herumzapple, um Wärme zu erzeugen und die Hände aber vom Steuerrad entkoppelt bleiben, damit der Kurs gehalten wird. Alle werden still und sind mit sich selbst beschäftigt. Also kurze Windwelle und das Boot hat gestampft und lag dann. Wir sind dann auch in die Nacht natürlich reingefahren. Das war ein bisschen, war schon krasser. Die Crew hat echt toll zusammengearbeitet, sind ja alles erfahrene Skipper. Und dann haben wir das schon hingedenkelt, aber mit voller Leistung, die Maschine volle Kraft, da die Wellen hoch und runter getanzt. Und so war sogar dann der Wind anstatt. Aber wir sind hier super geschützt in dieser Insel nah an der, das ist eine Bucht nah an der, an dem Fährhafen von Vela Luca. Und also haben wir gut gelegen. Wir fahren mittags erst los, mit weniger Wind, und haben einen wunderbaren Segeltag. Die Insel war, ist schnell erreicht. Wir machen ein kleines Wettrennen mit einer Yacht, die ein bisschen tiefer vor uns fährt. Und haben das Wettrennen natürlich gewonnen. Das war ein bisschen spaßig. Wir haben versucht, die Kurse zu optimieren. War sehr, sehr schönes Segeln. Einfach stetig, hoch am Wind, am Wind. Und mit der einzigen Wende war dann war schnell erreicht. Ein bisschen Sightseeing muss sein. Auch mit Leuten, die vielleicht lieber auf See als an Land sind. Doch das Ganze ist schnell erledigt. Wir sind eigentlich recht früh wieder an Bord. Gegessen hatten wir schon. Und nehmen dann unterwegs nur noch ein bisschen was Flüssiges auf in einer netten Bar. Gehen früh wieder zurück an Bord und sind auch am nächsten Morgen früh Anker auf. Jeder rechnet mit dem Uso oder einen Schlafsack an. Der folgende Tag ist der vielleicht bisher wärmste der Woche und murmelt regelrecht mit einem lauen, umlaufenden Lüftchen vor sich hin. Wir machen ein Tagesetmal von sage und schreibe 14 Seemeilen. So, wollen einfach jetzt nicht den Motor anwerfen, sondern fahren ein bisschen ums Eck nach Stari Grad. Wir lesen, schlafen, waschen und rasieren, essen ein paar Happen, zupfen an der Segelgarderobe und genießen einfach die warme Stille des Tages. Ich denke an die kalte, ruppige Fahrt von vorgestern. Diese Kälte, die Nässe, die ich noch lebendig im Körper fühle und in die Wärme dieses sonnigen Tages jetzt wie Morgennebel eintaucht. Ist einfach herrlich. Man hat den Eindruck, man steht auf dem Wasser, aber dann, wenn du mal schwimmen gehst, jetzt war es ein bisschen kühl. Boah, was eine Strömung! Ja, halt dich lieber fest. 100.000 Euro würde ich auch. Vielleicht kann ich das gar nicht halten, du ziehst mich hinterher. Dann merkt man doch, wie schnell das Boot eigentlich ist. Boah, Alter. Boah, ich gehe nicht mit dem Kopf unter Wasser, ey. Ich schaff's nicht. Ja. Mit dem Brustschwimmen komme ich nicht hinterher, Alter. Lass mich mal probieren. Ich hab dich immer noch ein bisschen.
eine Lektion. Also Kopf unter Wasser, aber es ist so kalt. Habe ich es mal lieber gelassen. Was für eine Aktion. Aber die lieber gut mit dem Seil. Kannst du halten? Ja. Schmetterling! Starigrad kannte ich bisher nur von der Autofähre her, ist aber ein total schönes altes Dorf. Also ich mache jetzt hier, stecke ich hier hinten durch, dann wird die Kohleleine freigemacht. Mit 1200 Einwohnern, engen Gassen, Katzen und Hunden, die da irgendwie rumliegen. Und einem praktischen, sicheren Stadthafen. Wir nutzen aber den wirklich einzigen in der Karte markierten Ankerplatz in der Hafeneinfahrt und gehen mit dem Dingli. Am nächsten Morgen fallen mir die vielen Salzflecken überall auf dem Boot auf und natürlich auch an der Scheibe. Zum Glück bleibt uns die Komplettwäsche erspart. Überhaupt, wir reden natürlich über die Vor- und Nachteile des Charterns gegenüber der eigenen Yacht. Wer sagt denn, dass wir nicht die gleiche Kraft und Schönheit und also wirkungsmächtige Erfahrung aus einem gemieteten Boot ziehen können? Denn auf die Erfahrung kommt es schließlich an im Leben. Das ist, was du mitnehmen kannst. Wir segeln in einen kristallklaren Aprilmorgen hinein, 10 bis 12 Knoten am Wind, und Salma macht, nachdem wir jetzt das Trim raus haben, 7,5 bis 8 Knoten Fahrt. Das ist ungewöhnlich, wie ich finde, und ich bilde mir ein, das liegt nicht nur an den professionellen Einstellungen, sondern auch an der Liebe zum Moment, der uns alle verbindet. Es ist einfach eine gute Zeit, die wir gemeinsam haben. Sowas sollte öfter stattfinden. Alle in einem Boot, alle ziehen die richtigen Fäden, ein gemeinsames, klares Ziel, dass wir spielerisch fast mühelos erreichen, weil die universale Ordnung mit uns ist. Mensch, Maschine, Natur. So ein Segelschiff ist ja eine komplexe Maschine. Komplexe Maschinen, speziell im Salzwasser, gehen oft kaputt. Und auch Salma hat uns in diesen Tagen schon mehrmals herausgefordert. Aber wenn du die Technik verstehst und mit ihr sinnvoll umgehen kannst, dann kann sie dich auch weit in die Natur, in die Räume hineinführen. Technik und Natur sind nicht in sich selbst Gegensätze. Es entscheidet wie immer die Haltung des Menschen, deine eigene Ausrichtung im Leben. In diese nette Bucht im Westen von Bratsch, Bobovice, wollte ich die Jungs auf jeden Fall lotsen, weil ich die so schön finde. Außerdem sind wir hier wieder gut geschützt von dem Wind aus Nord-Nordwest, der für die Nacht angesagt ist. Dieser kleine Film mit den alten Haudegen war wieder eine große Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke an die Jungs für die bezaubernde Woche. Wir müssen die Geschichte hier schließen und steigen in den Flieger nach Hause. Vergiss nicht, das Aufregendste an der Reise ist nicht die Reise selbst, zumindest ist es oft so, sondern wie du deine Erfahrungen ins Leben integrierst und damit deine Welt bereicherst. Die Welt um dich herum, die Welt halt. Drum like und abonniere den Kanal, das hilft uns herauszufinden, wer noch der Meinung ist, das Leben ist eine Passage und die gelingt besser mit sinnvollem, sinnenhaftem Training und der Balance der Eindrücke. Thank you.